Es ist Winter. Wenn die Sonne rauskommt, spendet sie nur noch wenig Wärme. Dieser Mäusebussard hat etwas Aas gefunden. Jetzt duldet er keine Zuschauer mehr. Viele Tiere suchen im Winter die Nähe zu Menschen. Diese Sperlinge werden beobachtet. Waldohreulen. Sie machen hier nicht viel, außer schlafen, putzen und Eulen sind Tiere der Nacht. Der Schnee geht in Frühlingsregen über. Im Wald hat jetzt nicht nur der Buntspecht hungrige Mäuler zu stopfen. Keine 200 Meter weiter ziehen die Waldohreulen ihre Jungen auf. Von ihrem Nest aus unternehmen die Kleinen ihre erste Klettertour. Ein Junges verliert den Halt. Gerettet. Auf der kleinen Fichte scheint es sich schnell zu erholen. Die spitzen Nadeln werden weggezupft. Als es Nacht wird, versucht das Kleine, zu seinen Geschwistern zurückzuklettern.
hüpfend und flügelschlagend, verteilen sich am Ende alle erfolgreich in die Kronen der umliegenden Bäume. Das beständige Fiepen hilft den Eltern, die Kleinen in den nächsten Wochen zu finden und zu füttern, bis sie flügge werden und sich schließlich einen eigenen Partner suchen.